Ja, ich wiederhole mal nicht oder ich mache mal nicht das, was ich letztes Mal machen wollte. Das hätte ich eigentlich machen wollen, aber stellt sich raus, dass Leute keine Ahnung vom Widerspruch haben und das dementsprechend zu ihren Nachteilen wird. Und ich dachte mir, da muss man was ändern. Deswegen mache ich meine Einführung in den Widerspruch im Verwaltungsrecht. Schreib dich nicht ab. Okay, was ist Verwaltungsrecht? Ja, wir fangen doch bei den Grundlagen an, ja? Zielgruppen orientiert. Also, Verwaltungsrecht gehört zum öffentlichen Recht. Deswegen bewegen wir uns jetzt mal nur im Bereich öffentliches Recht. Das ist, wenn der Staat und der Bürger handeln. Hauptsächlich ist es der Staat gegen den Bürger. Also, der Staat will etwas vom Bürger, aber es geht auch andersrum. Der Staat handelt dabei hoheitlich. Das ist anders als zum Beispiel im Zivilrecht. Der Staat könnte genauso gut Verträge schließen. So, eine Behörde kauft Stifte. Das ist Zivilrecht, kein öffentliches Recht. Zu öffentlichem Recht zählen die drei Gewalten. Das heißt, wenn die Verwaltung handelt, die Exekutive, beispielsweise Polizei, wenn die Judikative handelt, also Gerichte Entscheidungen treffen, und auch die Legislative, wenn der Gesetzgeber ein Gesetz erlässt, ist das auch öffentliches Recht. Verwaltungsrecht dabei ist nur das, was die Exekutive tut. Der Rest ist auch relativ, ja, selten im Alter. Kommt vor, aber hat man jetzt nicht unbedingt jeden Tag. Verwaltungsrecht hingegen begegnet einem im Leben mehrmals. Ich habe hier, glaube ich, guck mal hier, Rechtsbeziehung zwischen Bürger und Staat und sowas. Ich überspringe mal gerade. So, da. Die Verwaltung kann handeln durch einen Verwaltungsakt, das begegnet einem sehr häufig. Kann auch ein Realakt sein. Das ist, wenn keine Regelung dabei ist, zum Beispiel die Polizei fährt über meinen Rasen und macht dabei meinen Rasen kaputt. Das hat kein Regelungsgehalt, das ist ein Realakt. Trotzdem kann ich da was gegen tun. Widerspruch. Genau. Sozusagen. Es gibt auch Allgemeinverfügungen, das sind Verwaltungsakte, aber an viele Leute. Beispiele dazu sind die Verkehrsschilder. Die richten sich ja nicht an Hallo Alice, du gehst da gerade lang, bitte beachte das, sondern Hallo jeder, beachte das. Zivilrechtlicher Vertrag, wie gesagt, geht auch durch die Verwaltung. Es gibt auch öffentlich-rechtliche Verträge, das sind in besonderen Bereichen, kann man sich sozusagen freikaufen von einer staatlichen Pflicht. Die ist allerdings immer zweckgebunden, das Freikaufen ist zweckgebunden. So, nochmal zurück. Da zurück, die Verwaltung. Wenn die handelt, gibt es drei Grundsätze, die sie beachten muss. Einerseits Vorrang des Gesetzes. Es ist also kein Handeln gegen das Gesetz. Wenn es ein Gesetz gibt, eine Norm, die sagt, die Verwaltung muss dies oder das tun, dann muss die Verwaltung dies oder das tun, kann nicht sagen, ja, in dem Fall machen wir das mal nicht. Das wäre gegen das Gesetz. Grundsatz vom Vorbehalt des Gesetzes heißt kein Handeln ohne Gesetz. Das heißt, es steht nichts im Gesetz, dann kann die Verwaltung auch nicht handeln. Die Verwaltung braucht immer eine Ermächtigungsgrundlage. Nennt sich so, EGL. Wenn also die Verwaltung beispielsweise den Führerschein einziehen möchte, muss sie dafür etwas im Gesetz finden, das sagt, die Verwaltung darf den Führerschein einziehen oder muss den Führerschein einziehen in den und den Fällen. Dann gibt es den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Die Verwaltung darf nicht stärker in die Rechte der Bürger eingreifen, als es der Zweck der Maßnahme erfordert. Vier Prüfungspunkte dabei. Bei der Angemessenheit, im letzten Punkt, spielt die Musik. Der Rest ist meistens gegeben, wenn es nicht total abwegig ist, was die Verwaltung tun möchte. Das ist dann die Abwägung der widerstreitenden Interessen. Das heißt, wenn der Führerschein entzogen werden soll, muss das Interesse desjenigen, der den Führerschein hat, erst berücksichtigt werden und abgewogen werden. Ein Führerscheinentzug ist meistens aufgrund von einem schweren Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung oder so. Dementsprechend gering ist das Interesse der Person am Führerschein dann. Da spielt dann sowas mit rein. Also, die Rechtsordnung spielt dann da auch so ein bisschen mit rein. Und generell ist es hauptsächlich zu beachten bei sogenannten Ermessensentscheidungen, wenn also im Gesetz steht, die Verwaltungsbehörde kann dies oder das tun. Sobald kann da steht, muss sie eben deutlich mehr Energie in die Abwägung stecken. Was wäre so eine Abwägung, wo man sagen kann, die Interessen des Bürgers überwiegen? Wenn wir jetzt irgendwas wegnehmen wollen, gibt es dann Fälle, wo man sagt, nö, das... Gibt es, ziemlich häufig sogar. Ein
Punkt zum Beispiel ist, wenn keine wenn keine in Anführungsstrichen Entschädigung erfolgt, also du kannst nicht einfach irgendwas wegnehmen, weil die Verwaltung das braucht und dafür keinen Ausgleich zahlen. Wenn du gegen Gesetz verstoßen hast, ist immer ein bisschen anders, weil du gegen Gesetz verstoßen hast, aber so ein klassischer Fall aus dem Film wäre ja, die Polizei verfolgt gerade einen Verdächtigen, ist aber dummerweise zu Fuß und spricht deswegen Person X an, weil die gerade im Auto da ist und sagt, gib mir dein Auto. Ah. Das ist so ein Fall, da müsste man dann die Abwägung treffen. Und wenn der sagt, nee, ich habe gleich hier Beruf, ist wichtig, ist Gerichtstermin, ist Vorstellungsgespräch, völlig egal, dann wäre das nicht in Ordnung. Die Polizei macht es wahrscheinlich trotzdem erst, da kommen wir dann gleich zu. Was ist, wenn sie es trotzdem macht? Mhm. Aber da würden halt die Interessen des Bürgers überwiegen. So. Verwaltungsakt ist das, wo man dann üblicherweise einen Widerspruch einlegt. Es gibt es auch bei anderen, also bei Realakt beispielsweise. Das heißt dann anders, funktioniert ein bisschen anders. Ich wollte mich mal auf Verwaltungsakte konzentrieren. Auf Widerspruch bei Verwaltungsakten dann. Das ist eine hoheitliche Maßnahme einer Behörde auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts zur Regelung eines Einzelfalls. Das steht so exakt im Gesetz. Dazu muss allerdings noch die Außenwirkung kommen. Im Prinzip alles, was von einer Behörde kommt, was einem meistens, aber nicht zwingend, per Brief mitgeteilt wird, ist ein Verwaltungsakt. Sonst schreiben die einem eigentlich nicht. Also ja, man muss sich da wenig Gedanken drüber machen, eigentlich, ob jetzt wirklich ein Verwaltungsakt vorliegt, außer man macht das beruflich, dann sollte man das tun. Aber so für den normalen Bürger und Bürgerin, wenn es von der Behörde kommt und es schriftlich ist, ist es in der Regel ein Verwaltungsakt. Beispiel ist BAföG-Bescheid, auch Ablehnung, Baugenehmigung, auch die Ablehnung. Auch die Aufforderung zur Erneuerung des Personalausweises mit Ankündigung der Einziehung, nicht die alleinige Erinnerung zur Erneuerung des Personalausweises. Das ist kein Verwaltungsakt, weil es nämlich keine Regelung ist. Weil ja einfach nur erinnert wird, da ist ja keine Rechtsfolge dran gebunden, wenn man es nicht tut. Abschlusszeugnis, beispielsweise Abitur, aber auch Bachelor, ist auch ein Verwaltungsakt. Aber nicht die einzelnen Noten. Wenn man jetzt... Kommt auch immer nicht von der Behörde, oder? Also doch. Die Noten sind zum Teil auch ein Verwaltungsakt. Also zum Beispiel bei IHK wurde ich darüber informiert, so bis zu dem und dem Tag kannst du Widerspruch einlegen. Bei was? Industrie- und Handelskammer, die IHK. Ja, natürlich, das ist ja auch zur Berufszulassung dann. Aber also ich hatte jetzt ja Abschlusszeugnis. Die Note von dem Halbjahres- oder Endjahreszeugnis in Mathematik ist kein Verwaltungsakt. Bei staatlichen Prüfungen oder Zulassungsprüfungen oder sowas schon. Weil das der Staat ist, der einen da prüft. IHK ist ja auch beliehen, quasi soweit ich Staat. Weiß. Ja, quasi Staat. Sie ist beliehen vom Staat. Das darf auch delegiert werden. Ja, genau. Es darf delegiert werden. Das muss, aber Vorbehalt des Gesetzes. Es muss im Gesetz erlaubt sein, dass es delegiert wird. Mhm. Genau. Wann wird man denn aufgefordert, seinen Personalausweis zu erneuern? Zum Beispiel, wenn man seinen Vornamen sortiert hat und irgendwann der Bürgermeister bzw. seine Vertretung merkt, dass man immer noch nach wie vor dem alten Personalausweis rumläuft, dann wird man tatsächlich mit Ankündigung der Einziehung und sowas, ja. Oh. Wie läuft diese Einziehung ganz praktisch? Die Polizei klopft bei dir und nimmt den Perso weg? Die Einziehung ist nicht... Ja. Also ja, es ist die Folge, aber die Einziehung selbst ist ein Verwaltungsakt. Deswegen ist auch die Ankündigung der Einziehung ein Verwaltungsakt. Das ist eigentlich, man kriegt einen Brief, hiermit ziehe ich Ihren Personalausweis ein, damit ist er eingezogen, auch wenn er noch physisch bei einem ist. Aber die Polizei könnte dann natürlich hingehen und sagen, bitte geben Sie ihn, der ist eingezogen. Und er ist quasi nicht mehr gültig. Ja genau, er ist nicht mehr gültig, im Prinzip, ja. Er muss nicht entschädigt werden, weil er ja Eigentum gestorben ist. Ja, genau. So, jetzt wie gesagt, ein Verwaltungsakt, der passt einem unter Umständen nicht. So ein ablehnender BAföG-Bescheid beispielsweise ist unangenehm. Was macht man? Man kann Widerspruch erheben oder man kann klagen. Widerspruch ist das, was an die Behörde geht. Klage ist das, was ans Gericht geht. Beides, die Frist 4 Wochen. Entschuldigung. Und die Klage ist immer... nicht immer zulässig, aber immer möglich. Ob sie zulässig ist, hängt von anderen Sachen ab, beispielsweise ob die Klagefrist gewahrt wurde. Und die Widerspruchsfrist, der Widerspruch, ob der statthaft ist, richtet sich nach den Bundesländern. Ich habe gedacht, ich mache das voll so, wie ich es im Studium gemacht habe, aber Niedersachsen ist irgendwie anders als das Land, in dem ich studiert habe.
In Niedersachsen ist das Vorverfahren nämlich grundsätzlich nicht notwendig, aber statthaft. Das ist eine Konstellation, die ich vorher auch noch nicht gehört habe. Ich wusste, dass es in Bayern nicht statthaft ist, dass man immer sofort klagen kann und auch klagen muss. In Niedersachsen kann man sich's aussuchen. Moment, statthaft, bitte nochmal erklären. Statthaft heißt, du darfst Widerspruch einlegen. Das heißt, du musst nicht sofort klagen. Das ist eine Fristen daran. Also wir stehen jetzt gerade... Das ist keine Fristen. Wir wahrscheinlich mochten. Also wieder... Wir wollen jetzt was dagegen tun und wir müssen jetzt gerade entscheiden, was wir tun dagegen. Genau. Und vor allem an wen das geht. Wenn der Widerspruch statthaft ist, darf es an die Behörde gehen. Wenn nur der Widerspruch statthaft ist, muss es an die Behörde gehen. Wenn, wie Niedersachsen, sowohl Klage als auch Vorverfahren, also als auch Widerspruch statthaft sind, dann kannst du es an die Behörde schicken, du kannst es aber auch ans Gericht schicken. Was, wenn ich uns beide gleichzeitig schicke? Das ist eine gute Frage. Das habe ich, glaube ich, noch nie gehört, dass das jemand getan hat. Ich vermute, die Klage wird dann überwiegen. Aber ich bin mir nicht sicher. Also, ich meine... Es ist halt widersprüchlich. Es sind ja zwei Prozesse, die ich in Gang setze. Ja, genau. Die unabhängig voneinander sind. Und wenn dann quasi... Wenn dann ein Widerspruch stattgegeben wird und die Klage, läuft die Klage weiter, kann ich die Klage zurückziehen? Wenn dem Widerspruch... Das Multiversum so. Wenn dem Widerspruch stattgegeben wird, wird die Klage unzulässig. Okay. Beziehungsweise unbegründet zumindest. Ist ja schon eingelegt, war also unter Umständen zulässig. Wenn einfach erstmal nichts passiert, ist so ein bisschen die Frage, muss die Verwaltungsbehörde dann überhaupt noch was tun? Da würde ich sagen, Klage überwiegt. Ja, ich würde auch irgendwas sagen. Ich wollte nur sagen, also wenn, dann wird es wohl gerichtlich, wird man wohl sagen, ja, das Rechtsschutzbedürfnis fehlt, wenn das Widerspruchsverfahren schon statthaft war oder schon so weit vorgeschritten ist. Ja. Also, da wir Niedersachsen sind, sucht es euch aus. Entschuldigung? Könnte das vergleichsweise neu sein, also ein paar Jahre oder so? Ja, genau. Okay, ich ist noch nicht alt. Ich habe vor etlichen Jahren mal gegen so einen Gebührenbescheid, was damals die PZ hieß, anlegen wollen. Ich weiß nicht mehr, ob das Verfahren jetzt widersprochen ist. Auf jeden Fall war es ins Gericht gleich. Wegen Verwaltungsvereinfachungsgesetz. Ja. Sehr schön, dass genau, das so genau, heißt, das Ding, gleich klagen das muss. Ding ist es. Genau. Grundsätzlich habe ich dazu geschrieben, weil es ein paar Sachen sind, wo es entweder immer notwendig ist und ein paar Sachen, wo es nie notwendig ist. Das ist so ein bisschen, sind im Alltag eher seltene Sachen. Ich glaube, bei Beamtenstreitigkeiten gegen ihre Behörde sozusagen, ist es, glaube ich, immer notwendig, erst ein Vorverfahren zu haben. Aber ich glaube, wir sind alle keine Beamten. Dementsprechend ist das im Alltag hinfällig. Baurecht ist auch so eine Sache. Ja. Aber ich glaube, auch die meisten wollen jetzt in nächster Zeit nicht bauen. So, genau. Und was macht man im Zweifel? Wenn das Ganze schriftlich ist, muss eine Rechtsbehelfsbelehrung bei sein. Da steht, in welcher Frist was getan werden kann, wenn man denn was tun möchte. Wenn Klage oder Gericht steht, schickt man es zum Gericht. Wenn Widerspruch oder Behörde steht, schickt man es zur Behörde. Ist also eigentlich selbsterklärend, dann, wenn man eben schriftlichen Verwaltungsakt hat und dann in der Rechtsbehelfsbelehrung nachliest. Die ist meistens so ganz am Ende abgeheftet, nicht zwangsläufig abgeheftet, aber halt ganz hinten dabei. Nicht das letzte Blatt wegwerfen, weil man denkt, da steht eh nichts mehr Wichtiges mehr drauf. Soll schon vorgekommen sein. So, und wenn da nichts dazu beisteht, ist es relativ wahrscheinlich, dass die Rechtsbehelfsbelehrung fehlerhaft oder einfach nicht vorhanden war. Das wiederum führt zu einer Frist von 12 Monaten. Man hat also genug Zeit, um eine Klage zu erheben. Das heißt, die 4 Wochen, die sowohl für Widerspruch als auch für eine Klage eigentlich die Frist wären, verlängern sich dann halt, sodass man genug Zeit hat, sich da Hilfe zu suchen, wenn man was dagegen tun möchte. Ansonsten natürlich nicht. Wenn man jetzt Widerspruch einlegen möchte, denken viele, das ist super kompliziert und das kann man eh nicht und wenn man überhaupt, muss man damit zum Anwalt gehen. Ist nicht. Man muss es nicht Widerspruch nennen, wenn man nicht weiß, dass das so heißt. Wenn man einfach nur seine Unzufriedenheit damit äußern möchte, kann man es Anfechtung nennen, man kann es Beschwerde nennen, man kann einfach schreiben, ich bin damit nicht einverstanden oder ich akzeptiere das nicht. Finde ich kacke, geht meinetwegen auch. Hauptsache die ablehnende Haltung wird irgendwie deutlich. Okay. Das muss grundsätzlich auch erstmal nicht begründet werden. Man muss sich da also nicht richtig tiefgehende Gedanken machen. Es empfiehlt sich, ein bisschen was dazu zu schreiben.
Ja, wenn man einen schriftlichen Verwaltungsakt gekriegt hat, muss es schriftlich sein. Wenn es per Post kam, schickt man einen Brief hin. Wenn es per Mail kam, kann man meistens auch einfach eine Mail hinschicken oder halt per Post. Post geht immer. Was ist der Sinn von einem unbegründeten Widerspruch? Ist das einfach, ich will noch mal 4 Wochen mehr Zeit haben, bis ich den Bescheid kriege, dass es doch so ist, oder? Ja, im Zweifelsfall schon. Schreib es nie, schreib es nicht. Okay. Vielleicht zum Zweck des Widerspruchs bzw. des Vorverfahrens. Das Vorverfahren ist das ganze Verfahren, der Widerspruch ist das, was man tut. Das ist, damit die Verwaltungsbehörde nochmal überlegen kann, ob sie das alles richtig gemacht hat, ob sie daran festhalten möchte. Da reicht es natürlich im Prinzip, wenn man Nein schreibt. Aber das wird die nicht von ihrer Meinung abbringen. Also kann ich mir nicht vorstellen. Was jetzt Leuten wie mir ab und zu mal begegnet, ist dieses, ja, aber es muss ja am Computer geschrieben und ausgedruckt sein, sonst ist das ja überhaupt nicht offiziell. Handschriftlich genügt. Warum die Anführungszeichen? Handschrift ist die strengste Form von Schrift, zum Beispiel für selbstgeschriebene Testamente. Da muss man es per Hand schreiben. Man kann es auch beim Notar machen, aber wenn man selber schreiben möchte, muss es die Handschrift sein. Man kann es nicht am Computer schreiben und ausdrucken. Und die strenge Form erfüllt natürlich immer die Voraussetzung der weniger strengen Form. Also genügt, klingt so, als wäre es weniger wert, ist es nicht, ist eigentlich sogar mehr. Will man Widerspruch einlegen, also Zettel nehmen, Schrift nehmen, schreiben. Bei einer schlechten Handschrift bietet sich der Computer an, ist aber nicht notwendig. Ich weiß noch, als wir die Satzung damals geschrieben haben und ursprünglich drin hatten, die Einladung zur Vollversammlung muss schriftlich erfolgen. Mhm. Und wir dann darauf hingewiesen sind, das ist eine ganz schlechte Idee, wir sollten da textlich erfolgen reinschreiben. Ja. Jetzt müssen wir das immer von Hand schreiben und den Leuten schicken. Ja. Textform ist per Mail und schriftlich ist irgendwie ausgedruckt, handschriftlich ist dann handschriftlich. Ja. Aber Textform ist, bietet sich natürlich für euch auf jeden Fall an. Ja. Schriftform war auch ein Fax, oder nicht? Müsste. Bin mir gerade nicht sicher, aber ja, Fax geht ja eigentlich immer, wenn man es hat. Per Mail geschriebenes Fax ist ja auch ein Fax. Ich habe keine Ahnung, was ein per Mail geschriebenes Fax ist. Ja, eine Mail an ein Fax-Gateway. Okay. Per Fax bei man dann rauskommt. Mhm. Ist halt so eine Frage dann noch, ob eine Unterschrift runter muss. Ja, die kann man ja drunter machen. Das ist ja kein Problem. Unterschrift und PNG. Ja. Signature von der Unterschrift, wo man einfach nur per, was weiß ich, Arial 12 irgendwie seinen Namen schreibt, ist auch rechtsgültig, oder? Einfach nur, ich meine, wenn man einfach nur den Namen tippt, das ist nicht rechtsgültig. Nicht unbedingt. Aber also Online-Verträge haben ja zum Teil so ein Feld, tragen Sie Ihren Namen nochmal ein als Unterschrift. Ja, das ist aber Textform. Das ist die Textform. Okay. Also es hat auch rechtsgültigen Charakter, aber nicht bei jedem Rechtsanschrift. Ja. So, Widerspruch. Was ist also, es ist also relativ einfach, das zu machen. Was ist das Manko? Hat in der Regel keinen Erfolg, denn die Verwaltungsbehörden, die das tun, sind häufig relativ davon überzeugt, dass das, was sie wollen, auch durchgesetzt werden soll. Also wenn man eine BAföG-Ablehnung kriegt, sind die meistens relativ überzeugt davon, dass einem auch kein BAföG zusteht. Und wenn die Ankündigung kommt, dass der Perso eingezogen werden soll, sind die meistens ziemlich überzeugt davon, dass der dann auch wirklich bald eingezogen werden soll. Ja, das heißt, häufig erfolgt ein Ablehnungsbescheid. Das heißt, es hat Zeit gekostet, aber einen nicht weitergebracht. In vielen Bundesländern, außer Niedersachsen, und da, wo es halt generell nicht statthaft ist, es ist aber eine Voraussetzung für die Klage. Das heißt, wenn man einfach nichts tut, kann man nach den 4 Wochen eben nicht mehr klagen. Das heißt, man braucht den Ablehnungsbescheid, wo die Behörde sagt, wir machen das trotzdem, damit man dagegen klagen kann. Zur Frist, 4 Wochen ab Briefkasten. Wichtig, nicht 5 Wochen. Briefkasten deswegen, weil es grundsätzlich erstmal nicht darauf ankommt, ob man den leert, ob man zu Hause ist oder sonst was. Kann also passieren, dass man die Frist, achso, Klagefrist und Widerspruchsfrist sind übrigens beide 4 Wochen, macht also keinen Unterschied. Kann also bei der Frist passieren, dass man die verpasst, weil man im Urlaub war, weil man gerade Bachelor- oder Masterarbeit geschrieben hat, sonst was. Was kann man machen? Entweder die Rechtsbehelfsbelehrung fehlte oder war fehlerhaft, dann hat man die Einjahresfrist, die ich schon erwähnt habe. Ist möglich, aber wenn man die Frist verpasst hat, weil man im Urlaub war, wird das häufig halt nicht daran gelegen haben. Wenn sie trotzdem fehlt, gilt die Einjahresfrist. Wenn man
Wenn die jetzt aber da war, 4 Wochen sind rum. Man kann wieder Einsetzung in den vorigen Stand beantragen. Das geht immer dann, wenn die Frist nicht eingehalten werden konnte. Konnte ist kein absolutes Können, also man muss nicht im Koma liegen dazu. Es muss glaubhaft gemacht werden. Gewichtige Gründe sind dafür zwar notwendig, aber ein Urlaub ist in der Regel okay. Gerade als Arbeitnehmer hat man ja auch einen Anspruch auf Urlaub. Aber wenn man jetzt komplett beim Partner oder der Partnerin einzieht, ohne seinen Erstwohnsitz umzumelden, ist das halt irgendwann nicht mehr okay. Auch nicht okay ist es, seine Bachelor- oder Masterarbeit zu schreiben und deswegen seinen Briefkasten nicht zu leeren. Das reicht nicht oder höchstens in Ausnahmefällen, die mir gerade nicht einfallen, weil sie total abwegig sind. Falls man also wieder Einsetzung in den vorigen Stand durchbringen konnte, sozusagen, gibt es eine neue Frist, und zwar 2 Wochen ab Wegfall des Hindernisses. Wenn man im Urlaub war, ab dem Zeitpunkt, in dem man wieder zu Hause ist, wenn man im Krankenhaus war, sei es was richtig ernst ist, weil man im Koma lag, oder sei es eine geplante Operation, bei der man 2 Tage später wieder zu Hause ist, aber halt dummerweise auch trotzdem, weil die trotzdem irgendwie wichtig war, trotzdem die Frist verpasst hat, dann ist es ab dem Moment, wo man wieder zu Hause ist, wo man eben nicht mehr dieses Hindernis hat. So, Frist endgültig verpasst. Klar. Entweder weil man auch die 2 Wochen Nachfrist sozusagen verpasst hat oder aber weil man gar keine gewichtigen Gründe hat, warum man die ursprüngliche Frist verpasst hat. Der Widerspruch ist unzulässig und die Klage ist auch unzulässig. Das heißt, Klage wird abgewiesen, es wird nicht inhaltlich geprüft, ob das, was die Verwaltungsbehörde getan hat, so richtig war. Ganz strenge Ausnahmefälle mag es geben, aber bei einer Ablehnung vom BAföG-Bescheid beispielsweise jetzt nicht unbedingt. Manche Gerichte machen das trotzdem, dass sie grob eine inhaltliche Beurteilung geben, ist aber keine Pflicht. Und vor allem kann man sich darauf gegenüber beispielsweise der BAföG-Behörde nicht berufen. Man kann nicht sagen, aber das Gericht hat da in einem Nebensatz gesagt, dass es das so und so sehen würde. Geht nicht. Geht nur, wenn die Klage, wenn da tatsächlich drüber inhaltlich beurteilt worden wäre. Das heißt, die sagen einem dann nochmal, eigentlich hätten, also so wie wir das sehen, hätten sie vielleicht Anspruch auf so und so viel BAföG, aber jetzt haben sie halt trotzdem Pech gehabt, das ist ja super. Natürlich nicht so detailliert, nicht sie hätten Anspruch auf so und so viel BAföG. Es sind abstrakte Sachen, also ja. Wenn... Hätten sie mal die Frist eingehalten, dann hätten wir das vielleicht... Ja, es kommt vor. Es ist halt auch nicht oft, aber es kommt vor, dass da Hinweise gegeben werden, bringt einem aber halt für den Fall nichts mehr, bringt einem was für die Zukunft. Wenn beispielsweise der Kommilitone oder die Kommilitonin dann das gleiche Problem hat, dann kann man vielleicht innerhalb der 4 Wochen mal was tun, weil man ja bereits einen Hinweis von einem Gericht bekommen hat. Hm. Ja, Fazit davon, es sind 4 Wochen, meistens Ausnahmefälle, aber merkt euch 4 Wochen und tut was. Es ist nicht anstrengend, sind keine hohen Voraussetzungen, aber es ist notwendig, damit ihr Recht bekommt. Denn 4 Wochen abzuwarten und danach irgendwie 8 Wochen zu sagen, ja, aber eigentlich war das voll unfair, dass die Verwaltungsbehörde mir das oder das reingedrückt hat. Ich finde aber, das ist total rechtswidrig. Ja, kann sein, aber bringt dann nicht mehr wirklich viel. So, das war's.